Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2. Ja, wir sind hier in den Generalfeldern, wo wir ja letztes Mal in der letzten Session doch einiges an Karte erkundet haben, Events mitgemacht haben und eine sehr, sehr schicksalhafte Begegnung hatten. Naja, eine einfach sich wiederholende Begegnung, wenn ihr euch noch erinnert. Ansonsten guckt die Videos doch mal nach. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Es kommen ja jetzt neue, ja, täglich. Ich schaff's immer noch täglich, da bin ich stolz drauf. Und ich kann es nicht lassen. Ich bin der König der Welt. Ja, gut, der war jetzt schon sehr abgedroschen. Aber, eine bessere Gelegenheit gibt es dafür doch kaum. Oh, da ist noch ein Spieler, der sinnlos rumsteht, wie wir eben auch. Und ja, da ich nichts Besonderes zu tun habe hier, machen wir doch einfach weiter, nachdem ich ein Ei gegessen habe. Leckere Eier. Das ist immer noch die Beute aus unserem Greifenei-Abenteuer. So, was machen wir denn jetzt hier am besten? Wir haben hier direkt über uns ein Herzchen. Zumindest das Questgebiet ist direkt über uns. Ist noch verdeckt. Also decken wir doch das am besten gleich mal auf. Ab in die Tiefe. Hier müsste auch gleich ein Erz sein. Jawohl, hier ist es schon. Ja, und ja, was habe ich heute vor? Ihr werdet es schon erraten. Ich werde diese Karte hier nach Möglichkeiten zu Ende erkunden. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Ich vermute doch eher nicht, muss ich ehrlich sagen. Die Genderanfelder sind dann doch sehr komplex. Und je nachdem, welche Events uns wieder dazwischen kommen, wird es schwer, das in einer Session noch zu beenden. Aber ich gebe natürlich wie immer mein Bestes. Gucke, dass wir vorankommen. Oh, Sehenswürdigkeit, die habe ich jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber diese Piraten hier bringen natürlich Questfortschritt. Ist also ganz vernünftig, die hier zu erledigen. Ja, und dann ist da hinten noch eine Sehenswürdigkeit. Gehen wir mal dahin in die Richtung. Hey, nicht fesseln! Sowas will ich nicht. Ja, die Piraten hier jetzt auch nicht wirklich sehr schwer. Sind aber. Im Gegensatz zu unserer Einstufung, Level-Einstufung, doch recht niedrig. Deswegen kein Wunder, kommen die nicht so gut mit uns zurecht. Oh, da kommen aber einige raus. Was soll das denn? Wo kommt ihr denn alle her? Ach so, das war's auch schon wieder. Und hier haben die Leute entführt. Ah ja, stimmt, das hat uns ja die Späherin auch verraten. Dass die hier Tatsache Leute entführen. Oh, das geht ja mal gar nicht. Schnell befreien. Und da ist er frei. Kann jetzt seiner Wege gehen, wenn er es denn tun würde. Jawohl, da. Na bitte. Und da hinten ist gleich noch eine entführte Person. Ja, Schluss hier mit Quatschen. Jetzt ist Schluss mit gequatscht. Jetzt geht's ans Messerwerk. So. Auch dich befreien wir selbstverständlich. Geh, du bist frei, kleine Sylvari. Einfach eine Sylvari entführen. Das geht unter meiner Wache nicht. Sicher nicht. Nein, nein. So, am besten auch gleich die Wegmarke da hinten besorgen. Ja. Immer gut, die Wegmarken zu haben. Wir haben schon oft genug erlebt. Ja. So ist das. Ja, Leute, wie geht es euch denn so? Geht es euch gut? Geht es euch schlecht? Warum geht es euch schlecht oder gut? Interessiert mich alles, könnt ihr mir alles verraten, wenn ihr denn wollt. Ne? Es gibt ja durchaus Leute, die da mehr als auf Privatsphäre setzen. Ne? Ich kann euch ja verraten, ich war jetzt heute beim Augenspezialist. Ja, hat noch nicht so viel ergeben. Die Ergebnisse bekomme ich dann erst später zugeschickt, abgeliefert. Von meinem Hausarzt überbracht. Ja, und da bin ich schon gespannt, was da jetzt genau Sache ist. Man hat mir allerdings gesagt, dass Kontaktlinsen zumindest ein wenig helfen könnten, aber das an und für sich nicht sehr viel zu machen ist. Es ist jetzt, denke ich mal, nicht so schlimm, dass es gleich irgendwie mit einem Erblinden oder so zu befürchten ist. Also von daher nicht so schlimm, wie man erst denken würde. Es ist halt einfach, wie gesagt, etwas Ähnliches wie ein grauer Star, ein angeborener grauer Star. Ich muss dann, wie gesagt, in den Berichten gucken, was das genau alles ist. Ja, werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten. Auch wenn es euch nicht interessiert, ist mir scheißegal.
Ist mir egal. Über irgendwas muss ich ja plappern, während ich hier langsam durch die Gegend krieche. Ja, wir haben keinen Speedbuff mehr. Nein, keinen Speedbuff mehr. So schlimm. Und Eile weiß ich auch immer noch nicht, wie ich mir das verleihen kann. Es ist wirklich krass. Ich kann ja auch mal bei den Waffen gucken, aber ich habe wirklich nirgendwo auch nur ein Stück Eile gesehen. Ich meine, das sind schon einige Segen dabei. Hier zum Beispiel Macht. Ah, hier Wut. Sag mal hier. Gar keine Segen. Auch gut. Solange es nicht Eile ist, ist es mir sowieso recht egal. Oh, ein Event. Ein Event, an dem wir doch gleich teilnehmen können. Prinzipiell. Schutz. Schild, ach, den können wir eh noch nicht benutzen. Nee, es ist Tatsache so. Kein einziges Eile-Buff-Dings-Möglichkeit. Es ist schon krass. Ist schon krass. Da hat man dem Wiedergänger nicht viel gegönnt. So, und weil wir jetzt erst gerade schön eingeloggt haben und angefangen, will ich mich doch mal mit einem kleinen Event aufwärmen. Ob das nun funktioniert oder nicht, meine Güte, nicht so schlimm. Es müsste jetzt nicht unbedingt unter Wasser sein, aber ja, was soll's? Was soll's? Irgendwas müssen wir ja machen. Mit irgendwas müssen wir die Zeit totschlagen, bis wir Level 60 werden. Aha. Und die Zeit ist na natürlich am besten totgeschlagen, wenn wir damit möglichst viel EP bekommen. Ich glaube, bei Events ist das wirklich recht effektiv. So, wie viele Piraten kommen denn noch? 50% heißt es da. Ja, sag mir jetzt nicht genau die Anzahl der Piraten, aber angenommen, an den bisherigen werden es etwa noch so 10 Stück sein. Leider gilt die Quest hier schon nicht mehr. Sprich, das ist hier, abgesehen vom Event selber, recht zwecklos. Aber hey. Wie gesagt, EP wird es uns bringen. Am meisten, wenn wir es natürlich erfolgreich abschließen. Aber bisher sieht doch das ganz gut aus. Das Ding da, was wir beschützen müssen, ist zwar schon ein wenig beschädigt, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Ja, und jetzt haben wir nur noch 20% an Piraten. Komm mal her da. Etwas höher, damit ich dich auch treffe. Dankeschön. Ist zwar nicht sehr schlau von dir, aber für mich ist es umso besser. Oh, okay. Ein Pirat ist gleich 10%, also deutlich weniger, als ich vermutet hatte. Es dürfte dann hier der letzte sein. Und so ist es auch. Event erfolgreich abgeschlossen. Wunderbar. Wunderbar. Da sind die Quaggans wieder glücklich, dass sie da was ist es eigentlich genau? Kauffrau. Nein, das meinte ich nicht. Quaggan. Na. Komm schon, Maus. Quaggan-Schrein. Ja, okay, das ist auch nicht viel genauer. Aber es ist ein Quaggan-Schrein. Ah, können wir uns darunter was vorstellen? Eigentlich nicht so genau, aber wir können ihn uns ja mal angucken. Oh, sieht aus wie eine Art Korallenriff. Ein Unterwasserbaum. Ja, okay. So sieht also ein Quaggan-Schrein aus. Was gibt's denn hier zu handeln? Essenz der Qualle. Unter Wasser doppelklicken, um zur Qualle zu werden. Oh, wenn ihr euch also schon immer mal in eine Qualle verwandeln wolltet, könnt ihr hierher kommen und diesen Trank kaufen, nachdem ihr das Event erledigt habt. Erfolgreich erledigt habt, nehme ich doch mal an. Aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so das Verlangen nach. Ich will jetzt eher noch das Herzchen da hinten beenden. Da ist nämlich noch ein kleines Stückchen, was offen ist. Was ist noch so ein Pirat oder etwas in dem Maße? Oh, sag nicht, ich habe jetzt dieses. Hä? Habe ich das Panorama nicht angeguckt? Oh Mann! Was für ein Fail! Na, dann schwebe ich aber eher hier durch. Da kommen wir dann fast ein bisschen einfacher ran, ohne uns durch Tausende von Piraten durchzumetzeln. Ja, so kann man allerdings auch Zeit totschlagen, indem man einfach sinnlos irgendwo hingeht und da das Zeugs nicht erledigt, was man tun wollte. Ich war gerade so irritiert vom Waffendurchgucken, so wie es scheint. Da habe ich mich doch Tatsache nicht mehr darauf konzentriert, was ich da eigentlich wollte. Na gut, holen wir uns eben noch mehr Muscheln. Die sind da so schön am Meeresgrund und warten auf uns. Hier.
Ich bin schon ganz gut als Muscheltaucher. Oder Perlentaucher heißt es ja eher. Ja, da ist auch eine Perle dabei. Sehr schön. Oh nein, nein, du dummer Hai. Na gut, dumm sind sie ja nicht. Nicht wirklich. Aber nervig. Elend nervig. So. Da hinten in diesen ganzen Algengewächsen hier müsste nochmal eine Muschel zu finden sein. Da vorne sehe ich sie doch schon. Ihr wahrscheinlich auch, denke ich mir doch. Und da müsste man dann hochkommen. Also hoch, hoch, hoch. Ah, wieder frische Luft schnappen. Mich würde mal interessieren, wie so ein Wasseratmer funktioniert. Ich meine, der ist ja unbegrenzt. Und wie das genau funktionieren soll, würde mich dann doch schon sehr interessieren. So eine Art Umwandler, dass er Wasser aus dem Sauerstoff aus dem Wasser pickt und das dann da irgendwie in genügend Sauerstoff umwandelt, dass man atmen kann. Ein Rätsel also. Da könnte mich ArenaNet doch mal drüber aufklären. Oder soll man danach mal in Google suchen? Das könnte ich doch mal machen. Das werde ich, glaube ich, auch wirklich mal machen. Ja, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen albern. Aber egal, den Brief lese ich auch erst, nachdem ich den Aussichtspunkt angeguckt habe. Nicht, dass ich ihn wieder vergesse. Dann fasse ich mir aber an den Kopf. Aber wirklich, habe ich jetzt vorhin schon getan, aber dann gleich nochmal. Und ja, wir kriegen halt einen schönen Überblick über das Piratennest, das auch hier nicht viel anders aussieht als die ganzen anderen. Aber es hat immerhin ein intaktes Schiff dabei. Ja, man könnte ja meinen, das wäre bei Piraten öfters mal der Fall. Na gut, wobei, um mal wieder das Beispiel von Fluch der Karibik zu nehmen, da ist es ja auch alles andere, dass da viele Schiffe vorhanden sind. Ja, gut, egal, egal, wir lesen den Brief, der dieses Mal sehr kurz ausgefallen ist. Das war fantastisch. Ich konnte das Gezeter der Piraten in bis hierher hören. Hätte ich selbst nicht besser gemacht. Okay. Na gut, ist doch schön, wenn man uns dankbar ist. Wenn man froh ist darum, was wir erledigt haben. Na, hier einfach mal kurz. Schwupps. Alles einlagern und dann kann es weitergehen. Warum habe ich es zweimal I gedrückt? Es wird wohl ein Mysterium bleiben. Da oben ist noch mal ein Herzchen. Das ist auch schon aufgedeckt. Also gehen wir doch als nächstes gleich dahin. Klingt doch logisch. Schwimmen wir jetzt da schon wieder am selben Ort durch. Na, super. Routenplanung vom Feinsten, sage ich da nur. Oh, hey, sieh mal. Ist das auch intakt? Also es ist zumindest auf Grund gelaufen. Ich sehe jetzt nicht genau, ob es intakt ist. Aber ich denke mal nicht, weil ansonsten hätte man es da nicht in den Fels gestopft. Denke ich doch mal. So, und ich habe euch gar nicht vorgelesen, was diese erste Quest da zu bieten hatte. Für Lösungswege. Ah, verzeiht es mir. Ich bin halt wieder ein wenig überstürzt in die ganze Sache reingeraten. Reingestartet, wie es scheint. Aber dafür machen wir jetzt das hier dann gleich. Ja, gut. Ja, wenn es denn mal auftauchen würde, da ist es ja schon. Stiehlt Teile der Villet-Pläne und grabt in lockerem Sand, um Schnipsel alter Pläne zu finden. Ich soll also Pläne finden. Okay. Na gut. Wenn die das wollen. Reicht es denn auch, wenn wir ein paar Piraten erledigen? Ist doch normalerweise so. In den meisten Fällen. Und Tatsache, gibt aber in der Tat nur sehr wenig Fortschritt. Sprich, reines Piratenvermöbeln wird uns hier nicht weiterhelfen. Oder zumindest nicht lange weiterhelfen. Du dummer Krabbe, was soll denn das? Mich hier anzugreifen. Na gut, okay. Ich habe sie zuerst angegriffen. Ich habe es schon gesehen, ich habe schon gesehen. Tut mir ja auch leid, aber man kann einem das ja auch mal verzeihen. Oder etwa nicht. Ist das immer so schlimm? Na gut, okay. Also sie jetzt keine Pläne. Das war, glaube ich, nicht an dem Turm. Irgendwo. Ach, da vorne ist noch ein Turm. Ich glaube, da hat er es Pläne gehabt. Oh, super. Hat ihn schon jemand kaputt gemacht? Ja, auch zu dieser späten Stunde immer noch Spieler da. Ja. Muss ich mich nach Lothro immer ein bisschen umgewöhnen? Da ist Tatsache ein bisschen mehr los in Guild Wars, ohne Zweifel. Aber hey, beide Spiele haben ihren Reiz für mich. Spiele ich gerne.
Ja, seit ich Let's Playe wirklich beide wieder mehr oder weniger aktiv. Nicht jeden Tag, da wechsle ich immer ein bisschen ab. Und natürlich, wenn ich am selben Tag Let's Playe, gucke ich, dass ich auch die Spiele entsprechend ein wenig spiele, um mich sozusagen ein klein wenig vorbereiten zu können. Es ist hier allerdings kein Spieler mehr. Ich dachte, da wäre einer. Ist der wieder abgehauen? Ich kann es mir nicht genau erklären. Wir haben jetzt zumindest einen ganzen Plan bekommen. Na gut, besser als kein Plan. Hey, ja, ihr versteht, Plan und so. Ja, egal. Was ist denn das hier noch für ein Gebäude? Kann man jetzt fast nicht nennen. Aber vielleicht haben die ja weitere Pläne. Jawohl, ja. Ein Fass mit Plänen. Scheinbar sind nicht alle nützlich, weil die Hälfte oder noch mehr lasse ich da zurück. Oh, da habe ich da oben auch noch einen Piraten erwischt. Den hatte ich gar nicht im Fokus. Ja, da ist er auch schon. Ein kleiner Asura, der Dolche schleudert. Na, warte, jetzt hat es sich ausgeschleudert. Ende Gelände. Ja, immer wenn ich die Pläne ankrapsche. Ist ein Pirat damit nicht einverstanden und taucht aus dem Nichts auf? Darin sind die scheinbar besonders geschickt. Na los, kommt her. Oh, ja, da kommen allerdings einige her. Oh, nein, die anderen gehen wieder. Ah, ich glaube, das sind solche, die dann die Türme wieder aufbauen. Na gut, soll mir ja recht sein. Mehr zu tun für uns. Ohne Frage. Ah, und hier sind nochmal Pläne. Sehr schön. Und der entsprechende Pirat, der natürlich nicht fehlen darf. So, und ich glaube, jetzt können wir doch dann mal gucken, ob wir nicht schon mit den abgegebenen Plänen etwas weiterkommen. Ja gut, wobei, es waren jetzt noch nicht so viele Pläne. Vielleicht drei oder vier. Keine Ahnung, ob das schon reicht. Ich bezweifle es ein wenig. Aber wer weiß. Wir gucken einfach mal. Wir probieren es aus. Und zur Not kommen wir eben zurück und hauen noch ein paar Piraten mehr. Die haben es ja eh nicht anders verdient. Hier Leute zu entführen, Sachen zu klauen und weiter zu plündern. Ich meine, das gehört sich doch nicht. Schießt eigentlich der Turm auf mich? Scheinbar nicht mehr. Unser Leben regeneriert sich auf alle Fälle, von daher alles okay. Macht Meldung. Seid vorsichtig, bin ich doch immer. Hier hast du Pläne. Ja, hat noch nicht so wirklich ganz gereicht, aber das sind ja doch mehr Piraten. Gehen wir also einfach dahin und greifen mal weiter an. Oh je. Den hat es gerade ordentlich zerblitzt. Wie es schien. Sein Geräusch nachzuurteilen auf alle Fälle. So, und jetzt muss der Turm mal dran glauben. Der hält ein wenig mehr aus als so ein Standard-Pirat. Muss man ihm zugestehen. Ja, gut. Aber auch er musste dran glauben. Ja, wie viele Piraten werden das jetzt noch sein? Zwei Stück werden, denke ich, reichen. Hoffe ich mal. Können wir weiterziehen? Wow. Das vergesse ich auch immer ein bisschen, dass der Zweierangriff vom Schwert ja eigentlich auch ein Fernkampfangriff ist. Zumindest unter anderem. Ich glaube, er richtet im Nahkampf schon mehr Schaden an. Aber er hat ja auch Projektile. Steht jetzt hier nicht so genau dabei. Doch, Anzahl 3 Ziele, Reichweite 450. Nicht sehr weit, aber zumindest eine gewisse Reichweite. Muss man ja sagen. So. Ich begebe mich mal hier außer Gefahr und lese den Brief vor. Dann können wir noch gleich kurz das Holz da oben abbauen. Wenn das so, schon so schön zusammensteht. Werden wir es doch nicht ablehnen, das zu tun? So. Was hat man denn geschrieben? Ich bin beeindruckt. Willi und seine Leute sind völlig durcheinander. Ihr habt euch als große Schatzjägerin bewiesen und ich bin froh, auf euch zählen zu dürfen. May Schattenläufer. Sehr schön. Man zählt also auf uns. Das macht uns doch immer stolz. Ah, ja, gut. Jetzt müssen wir aber natürlich erst gucken, wo es weitergeht. Jawohl, Holz abgebaut. Sehr schön. Ja, wir haben da ziemlich rigoros von links nach rechts die Karte gemacht, beziehungsweise von Westen nach Osten. Da ist in der Tat jetzt einfach noch der ganze Osten verdeckt.
Dann gehen wir einfach doch mal in die Richtung des nächsten Speers. Das müsste ungefähr hier sein. Aber da ich weiß, dass da hinten nur ein Aufgang ist, werde ich mal in die Richtung gehen. Und dann können wir gucken, was die Karte noch für Abenteuer uns in der Fremde. noch für uns bereithält. So rum. Einen Helden. Punkt und einen Aussichtspunkt. Ja, können wir beides sicher locker erledigen. Ja, die Zeit reicht auch noch dafür. Können wir also gerne noch in der Folge hier machen. Ja, und ich hoffe doch, wir schaffen heute wieder ein Level. Ja, das bestimmt. Ich habe jetzt keinen XP-Boost mehr. Der hat schon einiges ausgemacht. Ich habe noch welche auf der Bank, glaube ich. Und werde die mir wahrscheinlich nach der Session holen, damit wir wieder etwas schneller vorankommen. Weil es sind ja immerhin noch fast 6 Level. Es ist schon ein bisschen. Oh, ein Sägewerk. Mit einem riesigen Sägeblatt. Ja, auch schön anzusehen. Gut, gehen wir mal. Oh, da ist auch noch eine Wegmarke, die ist mir gar nicht aufgefallen. So braun in braun. Gut, was hast du uns denn zu sagen? Ich habe die Geburt eurer Legende verfolgt. Ach ja? Oh, ist ja gut. Ariana Natalin. Schaut nicht so überrascht rein und erwartet auch nicht von mir, euch zu erzählen, wie lange ich eure Taten schon beobachte. Warum soll ich das nicht fragen? Ich meine, das würde mich schon interessieren. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass ich im Hain war, als ihr aus eurer Kapsel kamt. Oh, kennt ihr uns also schon so lange? Das ehrt mich jetzt irgendwie. Ihr habt es seither weit gebracht. Finde ich doch auch, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Was wollt ihr von mir? Es ist an der Zeit, dass ihr mit mir kämpft. Spürt ihr es nicht im Wind? Ihr seid überall und ich bin bereit. Ach so, ihr seid überreif und ich bin bereit, mein Wissen mit euch zu teilen. Es waren die Geister, die uns beide hierher führten. Auf diesen Tag habe ich lange gewartet. Seid ihr bereit? Naja, wenn sie so darauf gespannt ist, natürlich werden wir einen kleinen Kampf austragen. Ja, voll und fair, natürlich. Wie wir es eben immer tun, wenn die Gegner denn mitspielen. Oh, wo ist sie jetzt hin? Hier geblieben. Ja, gut, war wahrscheinlich ein kleiner Ansturm oder sowas. So viel durchwirbeln. Oh, na gut, okay. Sie hat schon ordentlich Schaden gemacht, auch wenn wir die Heilung nicht gebraucht haben. Aber ihr habt es gesehen, die Blutung hat schon einiges an Schaden noch abgezogen. Viel länger hätten wir sie nicht machen lassen dürfen. So. Wie viele Heldenpunkte haben wir denn jetzt eigentlich? Ah, noch nicht so viele, noch nicht so viele. Ich lasse das erstmal noch. Ich muss mich sowieso schon wieder von euch verabschieden. Ja, Folge ist schon wieder um. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.